Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich bin hier in Budry, in der Nähe vom Neuenburgersee. Bisschen unterwegs. Schönes Wetter. Vorne schon das erste Highlight. Bin ich gespannt, wie das da vorne dann aussieht. Blick. Den Jura. Kleines Schlösschen, immer schön. Schauen, was da dran steht. Tour de Pierre. Halber Flug, Strauchrosen. So, jetzt schauen wir da noch. Ins Tal runter. Und da vorne der Neuenburgersee. Die habt ja ihr in den letzten Filmen auch ein bisschen kennengelernt. Und sie sehr gemächlich daher. So, jetzt folge ich diesem Pfad hier. Da hier haben wir die letzte Staustufe von der Areuse. Und das ist Richtung Neuenburgersee. Ein schönes Naturparadies. Hört ihr die Kröten? Auch das gehört dazu. Ein bisschen Technik. Die Autobahn. Und da kommt noch gerade ein Zug. Der fährt Richtung Neuenburg. Und hier fließt die Areuse
Richtung Neuenburger See. Eine sehr romantische Stelle. So schön hier. Da ist noch eine Ente. Ein Ehepaar. Traumhaft schön hier. Sehr interessanter Wanderweg. So macht es Spaß, hier entlang der Areuse zu wandern. Übrigens, es gibt auch noch einen anderen Weg. Der verläuft gerade hier oben. Da komme ich wieder in den Weg rein. Hier geht der durch. Bin ich wieder im Hauptweg. Das da vorne muss auch ein alter Baum sein. Schön. Da hat es im Wanderweg ein bisschen viele Wurzeln. Aber sonst ist es nicht so schlimm. Wenn es nass ist, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen mühsam. Aber so geht das gut. Da ist eine Bachüberquerung. Schön. Da werde ich jetzt Abschied nehmen von der Areuse. Ein bisschen weiter vorne geht sie dann in den Neuenburger See raus. Hier ein Blick zum Jura. Wenn wir uns umdrehen, was sieht man? Den Neuenburger See. Ich habe den Neuenburger See erreicht. Schon noch eine Menge Wasser. Da vorne. Größere Ortschaft, das ist Neuenburg oder auf Französisch Neuchâtel.
Das ist übrigens heute mein Ziel. Sehr schöner Wanderweg. Jetzt noch über eine Treppe runter. Kleine. Da ist noch eine Mauer zu überqueren. Das ist auch nicht schwierig. Da wirklich schön am See entlang. Jetzt der Weg. Und da weit, weit im Hintergrund noch die Schweizer Berge. Sehr schöne Stelle da. Sowieso sehr schön. Und auch mit dem Wetter habe ich heute riesiges Glück. Alles so niedriges Gebüsch. Dank dem habe ich einen schönen Ausblick hier auf den See raus. Ich gehe nach Kolumbien, noch kurz das Schloss besichtigen. Eine schöne Stadt.
das Schloss von Kolumbien. Hier stand übrigens 60 vor Christus ein römischer Gutshof. Und später wurde ein Schloss gebaut und heute ist es eine militärische Anlage. Mal ein Blick zurück. Und hier nochmal ein Blick in das kleine Städtchen. Mächtige Anlage. Jetzt geht es wieder Richtung See. Schöne Allee hier, schöne Anlage. Ein bisschen schmutziges Wasser. Da hat es doch ziemlich viele Boote. Ein riesiger Hafen für Schweizer Verhältnisse. Da gibt es Junge, die ist am Brüten. So schön. Da. Da sieht man schön ins Val de Travers. Da oben sieht man noch ein Schloss. Und Neuenburg komme ich auch schon näher. Da nochmal den See. Das ist übrigens der größte See, der ganz in der Schweiz ist. Die Kröten da, dieser Baum ist so schön, diese Parks hier. Aber jetzt komme ich dann leider wahrscheinlich schon bald
in die Leute rein schaut. Aber jetzt. Es ist einfach schön hier am See. Und bis jetzt doch ziemlich viel Naturwege. Aber das wird sich jetzt dann sicher da vorne schnell ändern. Übrigens hier, diese Richtung da hinten irgendwo, wäre der Murtensee. Und die Alpen da vorne, oh, ist doch schön. Ein Schnellboot. Da ist auch ein Teil abgebrochen. Das ist fantastisch schön hier. Oh. Das ist auch alles verwildert da hinten. Und hier einen schönen Ausblick auf den See. Oh, ist das schön da. Das erste größere Gebäude von Neuenburg habe ich schon erreicht. Jetzt geht es dann in die Stadt rein. Auch schon die ersten großen Häuser von Neuenburg sieht man da. Ein Bürogebäude. Und hier der See. Da oben die Rebberge. Die hat man jetzt natürlich nicht so gut gesehen. Jetzt kommt das Val Travers zum Vorschein. Es ist doch einfach schön. Die ersten Häuser von Neuenburg. Und hier am Rand noch ganz, ganz schöne Blumen. Da vorne ist Neuenburg in Sicht. Da ganz, ganz, ganz vorne hört der Neuenburgsee auf. Und da
ganz, ganz weit hinten fängt er an. Einen Blick Richtung Altstadt. Und auf den See hinaus da. Richtung Alpen. Und Richtung Seeende auf die andere Seite. Aber das sieht man nicht, das ist zu weit oben. Da ist noch ein Schwan mit ihren drei Jungen. Eine sehr, sehr schöne Stadt, Neuenburg. So, ich habe mein Ziel erreicht. Bin in Neuenburg angekommen. Schöner Park. Ganz schön da.